Einen wunderschönen guten Hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Defiance. Ja, ein neuer Part für euch steht bereit. Und mal sehen, wie viele Parts es hier denn noch werden. Zu tun haben wir auf jeden Fall noch reichlich. Denn wenn man sich mal so überlegt, was noch alles so vor uns liegt, da haben wir doch noch ordentlich was zu tun. Ich hatte es ja auch schon mal aufgezählt mit den ganzen Nebenmissionen, mit den ganzen Koop-Missionen, die es ja hier im Spiel auch noch zu geben scheint, beziehungsweise die es definitiv gibt. Meine Fresse, ich bin so ein Honk. Dann fahre ich eben dran vorbei, dann mache ich die Sprünge nicht mehr, von mir aus auch das. Meine Herren. Und scheiße, ich habe uns gar nicht markiert, wo es als nächstes für uns hingeht. Ich würde sagen, wir fangen da doch mal an. Tümpel des Nordens. Ja, das hört sich doch nach einem Plan an. Ansonsten haben wir hier noch eine Reihe von Problemen haben wir hier noch zu tun. Ist also doch noch nicht die vorletzte Quest gewesen. Und vor allen Dingen haben wir ja auch noch einiges an Nebenmissionen, die wir machen müssen. Auf jeden Fall eine Nebenmission, die aus 4 Teilen besteht, haben wir ja auch gesehen, während wir in unsere Missionen reingeguckt haben. So, an dem Auto würde ich ganz gerne vorbeifahren. Ja, danke schön. Und in 500 Metern sind wir dann auch schon wieder an unserem Ziel angekommen. Mittlerweile klappt das auch alles ganz gut. Ich habe mich jetzt schon längere Zeit nicht mehr aufgeregt. Das letzte Mal war ja, glaube ich, vor 3 Parts oder so gewesen, wo ich mich mal richtig, richtig aufgeregt habe. Aber das war ja auch eine scheiß Situation gewesen. Oh, das Fahrzeug ist bald kaputt. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Natürlich, wir sind wieder direkt bei irgendwelchen Viechern rausgekommen, so wie es ausschaut. Verfolgen die uns jetzt? Natürlich verfolgen die uns. Das wäre ja auch mal was, wenn die uns nicht verfolgen würden. Wo kommt ihr eigentlich alle weg, ihr Schweinehunde? Oh Gott, ich bin gerade so schlecht. Ich bin gerade so schlecht. Einen Dicken haben wir hier auch noch. Der was von uns möchte. Okay, der hat nichts mehr von uns zu wollen. Hau ab, du auch. Jetzt können wir in Ruhe die Nebenmission angehen. Das ist doch schon mal was Feines. Einige Dinge muss ein Endogenarzt erledigen. Und andere ein Archenjäger. Diese Sache hier ist sicherlich Letzteres. Gut, Tümpel des Nordens. Ich nahm die nördliche Route, um der Gewalt in weiten Teilen von San Francisco zu entgehen. Auf meinem Weg, ich sehe gerade nichts, auf meinem Weg entdeckte ich einige kleine Tümpel mit einer faszinierenden grünen Flüssigkeit. Ich glaube, dass flüssiges Gulanit aus dem Erdreich strömt. Wenn das stimmt, könnte ich wesentlich dazu beitragen, die Maschinen der Republik Erde mit Treibstoff zu versorgen. Leider hatte ich keine geeigneten Hilfsmittel dabei, um Proben zu entnehmen. Aber ich bezahle dir gerne etwas, wenn du das mit deinem Ego-Gerät untersuchst. Ja, machen wir doch glatt. Das ist hier hinten irgendwo. Da gehen wir doch einfach mal weiter. Die ganzen komischen Robotzer haben wir ja jetzt schon platt gemacht. Scheiße, jetzt sind da noch mehr. Mann, müssen wir die Robotzer nochmal töten. Aber es sollte ja kein Problem sein, wenn der uns jetzt nicht gerade auf den Sack geht. So, erstmal die Kleinen wegmachen, weil die sind nervig. Danach können wir uns auch in aller Ruhe um den Großen kümmern. Sehr schön. Weg damit und jetzt endlich Tümpel durchsuchen. Wir benutzen auch relativ wenig unsere Ego-Fähigkeiten, muss ich sagen. Aber nun gut. Ich bin da nicht so konform drin. Ich bin da nicht so oft. Was wir allerdings häufig benutzen, sind halt unsere Heilstims. Ja, ich merke das schon. Schrottschläger. Da ist noch einer. Weg mit dir. Da kommt sogar noch einer. Über den Berg gewackelt. Sehr schön. Nächste Tempel. Ich weiß gar nicht, warum ich so oft nachlade, aber das habe ich drin von anderen Shootern. Dass ich eigentlich fast nach jedem Schuss Wechsel nachlade. So, jetzt müssen wir hier auf die andere Seite. Ach du Scheiße, nochmal wieder Freunde von uns. Ach, sehr schön. Er hat schon keinen Bock mehr, so wie es aussieht. Hui! Wolltest mich wohl verarschen, was? Drecksack. Kleiner, dreckiger Scheißerlein. Auch du hebst wieder ab. Oh, da hinten müssen wir aufpassen, dass wir nicht versehentlich den dicken Hellback treffen, dass er hier rüberkommt.
Sperre das Ding! Weitere Schrottschläger im Anmarsch. Erledigt. So, den haben wir schon mal weg. Jetzt bist du dran. Du hebst mal ganz schnell wieder ab. So nicht, mein Freund. So, das können wir nicht einsammeln. Achso, das Geld sammelt er ja automatisch ein. Da brauche ich ja gar nicht die F-Taste für drücken. So, jetzt hier nochmal ein Scan und dann war es das hoffentlich. Du hast den Job erstklassig erledigt. Das wird entsprechend belohnt. Gut, das hat soweit funktioniert. Freut mich sehr. Wie schaut es jetzt so aus mit neuen Quests? Okay, scheint im Moment keine neuen zu geben, deswegen machen wir uns auch einfach mal wieder auf den Weg zurück. Ich mach mobil. Zur Basis. Vielleicht haben wir ja auf dem Weg zur Basis dann, dass da noch welche auf der Karte auftauchen. Oder es war schon alles. Das könnte natürlich auch sein. Dass wir da... Vorsicht! Gas! Wir müssen Proben nehmen. Aber es sieht jetzt gerade nicht so unbedingt danach aus, als ob wir da noch irgendwie was Neues bekommen an Nebenquests. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich erst wieder die Hauptquest weiterführen. Oh, wo sind wir denn hier? Hier sind wir, glaube ich, auch noch gar nicht gewesen. In dem Gebiet mit dem Hochhaus hier. Ah, vielleicht kommen wir da später noch hin. Und müssen da irgendwas machen. Könnte ich mir sogar gut vorstellen, dass da später noch irgendwie was ist, was wir erledigen könnten oder müssen. So, wir fahren einfach mal einen Tacken weiter. Wir könnten auch unten über die Straße. Aber wir sind ja jetzt gleich auch schon wieder da. Hier ist ja auch noch irgendwas. Keine Ahnung, was das darstellen soll. Haben wir ja vorhin schon mal gesehen auf dem Hinweg. So, ich würde sagen, einmal hier über die... Zack, über den Buckel. Springen wir nochmal ein Ründchen. So, und da sind wir auch schon. So, auf geht's. Munition nehmen wir natürlich vorher auch nochmal eben mit. Haben wir da rumstehen. Und mir fällt gerade ein, wir haben ja vorhin ein neues Outfit für uns bekommen. Ich würde sagen, das ziehen wir uns doch jetzt erstmal an. Gucken wir mal, wie das so ausschaut. Gehen wir mal dahin, gucken wir mal eben bei Kleidung. Das war der Journalist. Jo, ziehen wir einfach mal an. Sieht eigentlich ganz schnieke aus. Achso, Moment. Und den Kopfschutz natürlich. Wo ist der Journalist? Da ist der Journalist. Ja, das sieht doch mal fett aus. Ja, das hat doch was. Haben wir mal wieder ein bisschen Abwechslung drin, was unsere Outfits angeht. Ich gucke nochmal kurz auf die Mappy. Nö, so an Nebenmissionen gibt es nichts mehr. Das heißt, wir können die nächste Hauptmission angehen. Mal gucken. Eine Reihe von Problemen. Era und Varus haben ein Problem und sie brauchen beide deine Hilfe. Ansonsten könnte der Angriff auf Nim kompromittiert werden. Akzeptiere. Ja, Varus. Ich verstehe die Dringlichkeit der Situation. Das glaube ich nicht, Era. Das glaube ich ganz und gar nicht. Ich habe diesen Echelon-Söldnern viel Geld bezahlt, um mir in diesem Szenario zu helfen. Und ich erwarte, dass meine Investition geschützt wird. Zurzeit gibt es andere Dinge, die dringlicher sind. Bitte, ich muss mich jetzt darum kümmern. Oh gut, du bist es. Du kannst mir helfen. Uns. Er kann Semantik. Uns helfen. Meine Söldner sind verschwunden. Da Era in dieser Gegend keine Autorität hat, musst du für mich... Sei still, Varus. Du redest dich um Kopf und Kragen. Sei einfach still. Lass mich meinen Job tun, damit wir meinen Bruder aufhalten, bevor er die Bay vernichtet. Was sämtliche deiner Geschäfte und Investitionen mit einschließt. Hörst du? Gut. Ich werde dir die Situation... Ich habe nicht nur Investitionen in der... Was habe ich gerade gesagt? Gut, gut. Ich lasse euch allein. Findet nur meine Söldner. So eine Unhöflichkeit gegenüber einer der Stützen der Gesellschaft. Dann ist klar. Entschuldige bitte. Varus hat Echelon-Söldner angeheuert, die Sanitäter mit Vorräten eskortieren sollten. Die Söldner haben den Treffpunkt nie erreicht und die Sanitäter waren ungeschützt. Die dunkle Materie hat sie entführt. Wir brauchen deine Hilfe. Okay, das heißt, wir müssen jetzt also auf Befreiungstour gehen, wie wir es ja schon in manch anderem Let's Play von uns als Aufgabe hatten. Ja, muss ich da großartig irgendwie was markieren? Ich markiere es jetzt einfach mal.
Einfach nur aus Spaß, eine Freude. Und dann würde ich sagen, machen wir uns auf. Hier haben wir sowieso gerade im Moment nicht wirklich was zu tun. Ich gucke nochmal kurz. Taschenplätze haben wir auf jeden Fall auch noch reichlich. Mehr wie reichlich sogar. Ja, dann mal auf. So, hier einfach mal runter. Scheiße, da haben wir ja auch selbst den großen Hellbug wieder angefahren. Hoffentlich regeneriert das Fahrzeug jetzt auch langsam mal. Ja, sehr schön. Das heißt, den nächsten Crash überleben wir dann auch wieder. Nicht, dass unser Fahrzeug wieder unter unserem Arsch wegplatzt und der Arsch mitreißt. Weil das tut immer böse weh. Da ist fast das ganze Schutzschild weg. Das hatten wir ja schon das eine oder andere Mal im Verlaufe dieses Let's Plays. So, jetzt gebe ich mal nicht ganz so viel Gas, weil das, was ich hier mache, ist ein bisschen risky. So, und ich glaube, wir sind an unserem Zielort angekommen. Carolina One unter schwerem Beschuss. Hört mich jemand? So, die haben wir schon mal weg. Wer schießt da noch auf uns? Was? Wo kommt ihr denn weg? Schild deaktiviert. Scheiße, das tut weh! Ja, ja. Soll's auch. Arschloch. So. Ach, hier sind wir sogar schon im richtigen Kampfgebiet. Sehe ich gerade. Das ist ja das Kampfgebiet, wo wir die Leute rausholen sollen, weil die ja schwer unter Beschuss sind. Na gut. Drei Stück, drei Gruppen. Von mir aus. So, ihr könnt so viel schießen, wie ihr wollt, da oben. Treffer versenkt. Nach da oben, denn ich bin hier unten. Was? Wollt ihr mich verarschen? Pass doch mal auf deinen Rücken auf, Fräulein. Kann ja nicht wahr sein. Oh, und da hinten ist ein Hellbug am Rumkaspern. So, die ersten Söldner sind auf... nicht die ersten Söldner, die ersten unter Druck geraten sind auf jeden Fall jetzt erstmal beschützt. Können wir das blaue Ding hier aufheben? Nein, das blaue Ding können wir auch nicht aufheben. Das heißt, für uns, wir gehen weiter zur nächsten Einheit. Wir haben Mob-Hill entdeckt. Ausgeschaltet. So, was ist das nächste? Da oben ist ein Scharfschütze. Junge, lass unsere Leute in Ruhe. So, den haben wir auch weg. Wo geht's weiter? Da läuft einer. Au! Arschloch. Dreckige Mistsau. Ja, hier müssen wir doch ein bisschen auf die Heckenschützen aufpassen. Da hinten ist doch noch wieder einer. Wobei, wir sollten uns lieber erstmal um die kümmern, die hier in unserer Nähe sind. Bevor wir uns irgendwo hinten um welche kümmern. Wer schießt denn? Achso, du schießt da noch auf uns. Ich wollte gerade sagen, wer schießt denn da von hinten noch auf uns mit komischen Waffen? So, das Ding können wir nicht aufheben. Gucken wir mal hier eben drum. Mist. Mist. So, die sind auch beide weg. Haben wir da die nächsten? Wo will er denn hin? Hier bin ich. Junge. Einen haben wir noch. Ich bereue gar nichts. Ich bereue gerade, dass ich hier reingegangen bin. Dann bereue ich ja doch was. Scheiße. Verdammt nochmal. Ja, dann gucken wir mal, dass wir den uns krallen hier. Wo ist er? Du wirst es bereuen, hergekommen zu sein. Nö, ich glaube eher, dass du das bereust. So, haben wir hier sonst noch wen? Kümmern wir uns erstmal um den da oben. Damit der Scharfschütze uns da nicht wegballert. Du hast der Republik einen großen Dienst erwiesen. Danke. So. Drei Stück haben wir noch, so wie es ausschaut. So, der ist weg. Jetzt sind sogar wieder vier. Das ist ja Wahnsinn. Immer noch vier.
Mach deinen Frieden. Ja, ich wollte gerade sagen, du brauchst kein Schutzschild mehr auf. So, den haben wir auch weg. Hier ist der nächste. Wo will er denn hin? Wo willst du hin? Es gibt kein Entkommen vor mir und meinen Freunden. Wir ziehen die dunkle Materie doch ordentlich ab, muss ich schon ganz ehrlich sagen. Also ist schon klasse, was wir mit denen anstellen. Und wie viel es von denen gibt, ey. Wir müssten doch theoretisch schon fast seine komplette Armee ausgeschalten haben. Dunkle Materie von Norden im Anmarsch. Ja. Sollte mal kommen. Hier, guck mal, ich hab da was für euch. Habe ich irgendwas getroffen? Überhaupt irgendwas? So ein bisschen? Anscheinend nicht. Ich kann jetzt mal von hier aus dran gucken, ob wir das Schutzschild irgendwie wegbekommen. Anscheinend nicht, da muss ich woanders ran. Dann komme ich doch einfach mal von der anderen Seite. Ach, wo will er denn jetzt schon gehen? Dann eben so. Oh, geht doch, der war aber echt hartnäckig. Oh nein. So, den haben wir weg. Dunkle Materie nähert sich von Osten. Den kriegen wir hoffentlich auch weg. Dunkle Materie Bollwerk. Oh scheiße. Ich muss mich mal ein bisschen in Sicherheit begeben. Am besten mal hier so drauf, wenn ich da überhaupt hochkomme. Ja, oh, geht sogar. Sie hat mich umstellt! Komm, Bollwerk weg. Sehr schön. Puh. Wo willst du denn hin? Wo willst du denn hin? Oh, oh, oh. Da ist noch ein Bollwerk. Scheiße. Noch einer weg. Noch einer weg. Meine Fresse, halt lieber draus. Was ist denn hier los? Was willst du denn? Boah, ihr Jungen, verarscht mich nicht. So, den haben wir. Und dann holen wir uns den dann noch. Sehr schön. Dann haben wir hier, dürfte jetzt theoretisch nur noch das Bollwerk da sein. Und ich sehe gerade, wir haben keine Munition mehr. So, erstmal Munition aufstellen. Sehr schön. Jetzt haben wir, sind wir zumindest wieder randvoll mit Munition. Gute Arbeit. Dass du ihnen geholfen hast, könnte die Welt gerettet haben und meine Investitionen. Das war einfach heldenhaft. Ja, so sind wir nun mal. So, da ist noch Munition, beziehungsweise eine Waffe. Das ist noch ein Stimpack. Das ist ganz okay. Das Ding können wir wieder nicht aufheben. So, was heißt denn das jetzt hier für uns? Wo geht's denn dann für uns weiter? Achso, wir müssen, sollen wieder zurück, so wie es ausschaut. Ja, dann machen wir das doch einfach mal. Da nochmal ein Schutzschild, hier noch eine Waffe. Und dann Fahrzeug auf geht's. Gucken. Die haben wir auf jeden Fall rausgeholt. Haben wir jetzt noch irgendwie eine Truppe, die wir rausholen sollen? Oder wo geht's hier jetzt wieder hin? Oder ist das einfach nur wieder zum Stützpunkt zurück? Naja, hier scheint da noch irgendwas zu sein. Achso, wir müssen noch mehr retten. Ja gut, liebe Freunde, bevor ich mich hier aber wieder in die Schlacht stürze und der Part wieder so elendig lang wird, mache ich an dieser Stelle erst nochmal wieder einen kurzen Cut. Ich hoffe, ihr hattet bis hierhin Spaß und schaltet in 2 Tagen zum nächsten Part von Defiance wieder ein. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, mein Name ist Crazy Bane und ich bin für heute raus. Ciao!